deine Süßen. Jetzt geht das schon wieder los. Uah. Oh, die ganzen Augen eben, ne? Und dann fliegen sie raus. Ja. Zu einem Kapitel, in dem es halt hauptsächlich um Leben und Tod geht und die philosophischen Hintergedanken dahinter. Da braucht man natürlich, also vor allen Dingen natürlich um den Tod, da braucht man natürlich auch Krähen, aber Krähen gibt es ausnahmsweise mal nicht auf Deponia. Ich habe ja schon gesagt, es gibt halt sehr viel Getier, aber es gibt keine Krähen. Da müssen natürlich, wie könnte es anders sein, Vampir-Schnabeltiere herhalten. Ist ja auch viel naheliegender, wie dieses komische Küken mit dem Hut da in das Nest geraten ist. Kann ich nicht einmal raten. Das habe ich mich auch schon gefragt, wie das Küken da hinkommt. So, okay, ja. Gut, aber ich habe jetzt, ich habe das mit dem Verbeißen schon so ein bisschen verstanden. Ich dachte mir, aber hä, welches Tier könnte denn hier beißen? Dann als du Vampir-Schnabeltier gesagt hast, war dann alles klar. Ja, das war aber nicht meine Intention als Tipp. Weil das ist eigentlich auch herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt! Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend. Das werde ich mir merken. Konfetti kann ich nicht aufsammeln. Oh. Das war bestimmt das letzte Konfetti, das Gute. Zum Glück gibt's bei Salz kein Verfallsdatum. Sonst würde ich ja bei dieser rostroten Farbe ein bisschen skeptisch werden. Plörofitz? Das war früher mal mein Lieblingsgetränk. Ich habe mich immer gefragt, wie sie es hinbekommen, dass es im Dunkeln leuchtet. Und dass es sogar beim Urinieren noch leuchtet. Yay. McFett XXL. Meine Lieblingssorte. Sind die einzigen, die in Bosos Nasenlöchern stecken bleiben. Mmh, ein Feuerwerk köstlicher Aromen. Altes Frittenfett. Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Ein Hindernis nach dem anderen. Sie ist nicht eingefroren, die ist so festgerostet. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Haben. Also, ich habe eine Ölflasche. Ich weiß ja nicht recht. Ha, Schwamm drüber. Puh, das Öl scheint noch als Fett durchzugehen. Glück gehabt. Dann geh mit einem Schwamm drüber. Frittenfett. Ohohohoho, das wird lecker. Fett ist genug drin. Ah, ich erinnere mich. Plörofitz ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Wasser? Na, ob das wirklich noch gut ist? Ah, ich wusste doch, dass mit der Plörre was nicht stimmt. Außer der Wasseranzeige ist auch die für Mineralstoffe gestiegen. Bah, wurscht. Auf diese Weise habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also bitte, ich suche hier nach den Bausteinen des Lebens und nicht nach den Zutaten für einen Feldsalat. Okay. Wie sagt man doch so schön? Was du frisst, das bist.
Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. Ja, Kohlenhydrate, okay. Bohnensack. Wie heißt es doch so schön? In der Not frisst der Teufel Kakerlakeneier. Na, was habe ich gesagt? Die Eiweißanzeige ist gestiegen. Und die für Kohlenhydrate gleich mit? Am Ende waren das tatsächlich Kakerlakeneier. Fehlt eigentlich nur noch Eiweiß. Das werde ich mir merken. Also, ich suche... Wo kriege ich noch Eiweiß, ja? Eieiei. Ei, ei. Ja, genau. Hm. Stimmt, da kriege ich Eiweiß her. Und ich habe Knoblauch, natürlich. Mhm. Ist eindeutig, was könnte ich bloß damit machen? Wenn das ein Vampir-Schnabeltier ist. Dass das Ei bewacht. Hey. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Wobei, ach egal, friss. Goldig. Jetzt geht das schon wieder. Es sieht zwar drollig aus, aber es hat einen infernalischen Mundgeruch. Schön brav sein, hörst du? Ja, wer wohl an dem Mundgeruch schuld ist. Beziehungsweise Schnabelgeruch. Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt's keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. Okay, dann habe ich jetzt alles, um exakt dreimal zu klonen. Und das werde ich jetzt auch gleich tun. Wir klonen uns. Einer wird überleben, weil das dritte dann nicht funktioniert, das die Meerschweinematratze. Klonen uns jetzt dreimal den Organ an. Oh nein, besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. Das kommt nicht in die Tüte. Ich bin einmalig. So, mehr oder weniger. Na gut, dann halt dreimal Hermes. Ja. Hä? Achso, ich habe nur einmal gedrückt. Ich Vollidiot. Na, warte! Oh. Nicht! Das ist doch zum Mäusemelken! Und da sind wieder drei. Ich muss natürlich, ganz wichtig, auch den Schalter auf 3 stellen. So, dreimal Hermes. So ein Mist! So. Stopp! Hey, was soll das? Wartet auf mich! Ach, verdammt! Ironie des Schicksals. Er nahm mir den Respekt vor dem Leben. Und ich habe mir den Arsch getreten. Du hast es doch selbst gesagt. What? Alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach, du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber. Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Es ärgert mich jetzt ein bisschen, dass... Auch das wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Eponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein. Der halbe Text wurde einfach meinen Highspeed übersprungen. Erst warst du der Schwarzseher und jetzt bin ich es. Hast du gemerkt, wie wir eben die Rollen getauscht haben? Versau's nicht, okay?
Ich habe die Datasette mit ihrem Körperscan. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Passt, wie gemalt. Die Anzeige hat angefangen zu blinken. Ob das was zu bedeuten hat? Ach egal, wird schon schief gehen. So, dann mal rein ins Vergnügen. Ich rette dich, Goal. Was ist denn jetzt schon wieder? Da geht doch irgendwas in die Hose. Was tust du? Rate mal, ich rette Goal. Aber so doch nicht. Da ist ja gar keine Nukleinsäure mehr in der Maschine. Naja. Bei dir hat's ja auch ohne funktioniert. Schnell! Brich das ab! Die Rohre überhitzen! Uns fliegt noch die ganze Maschine um die Ohren! Nein! Paul! Oder? Sie war nicht komplett ausgereift. Es liegt an der fehlenden Nukleinsäure. Ja, wo ist sie geblieben? Das Rohr führt in die Kanalisation unter Porta Fisco. Es tut mir leid, Rufus, aber es sieht so aus, als sei deine Freundin endgültig verloren. Nein, sie lebt. Ich kann sie noch retten. Tja, ich hätte noch einen Vorrat an Nukleinsäure. Damit könntest du sie theoretisch noch nachträglich ausreifen lassen. Aber was ist mit Deponia? Das letzte Hochboot kann jeden Moment in Richtung Elysium starten. Du kannst nicht gleichzeitig Goal retten und den Aufstiegszoll erreichen. Und selbst wenn... Die obere Aufstiegsstation ist das Hauptquartier des Organon. Alleine kommst du niemals da rein. So alleine bin ich nun auch wieder nicht. Meine Freunde vom Widerstand sind in Porta Fisco. Sie werden den Organon ablenken, während ich mich mit Goal auf das Hochboot schleiche. Und wer gibt ihnen Bescheid? Wer rettet Goal? Wer hindert Argus daran, in der Zwischenzeit mit dem Hochboot abzulegen? Du kannst nicht alles machen. Die Zeit reicht nicht aus. Da müsstest du dich schon dreiteilen. Und selbst wenn... Hm. Du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Es ist nicht mehr genug Biomasse für 3 Klone in der Kammer. So erfülle ich wenigstens doch noch einen Zweck. Du bist schwer in Ordnung, Hermes. Lass uns nicht sentimental werden. Hast du die Nukleinsäure dabei? Nukleinsäure, check. Sehr gut. Denk daran, dass sie nicht mitgeklont wird. Nur einer von euch dreien wird sie nach dem Vorgang dabei haben. Keine Sorge, Hermes. Ich habe alles verstanden. Du kannst dich auf mich verlassen. Tja, ich hoffe nur, dass deine Konstruktion mit den Sandsäcken funktioniert, wenn der Hebel nicht betätigt wird. Es wird funktionieren. Das muss es einfach. Na dann, lass uns lieber keine Zeit verlieren. 3, 2, 1. Hepp! So süß. Hey, es hat geklappt! Ja, und jetzt? Ich will... Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich! Ich gehe in die Kanalisation und rette Goal. Aber das ist mein Job. Nein, meiner. Ich muss Goal retten. Ich habe die Nukleinsäure. Nein, ich! Aber Hermes hat sie mir gegeben. Nein, mir. Wir können ja nachgucken. Dann werden wir es ja sehen. Jetzt aber. Das ist ja mal was. Jetzt habt ihr tatsächlich den Rufus verdreifacht und kommt jetzt auch ab diesem Punkt in den Genuss, tatsächlich 3 unterschiedliche Rufusse zu steuern. Rufi-I.
Müsste das nicht Rufi sein? Rufi-i. Weil falls ja nicht Rufu ja, ist. Ja, ja, ja. Rufi-i. Ne, Rufi-i. Rufi-i. Genau, man könnte halt jetzt, also Rufus, Rufi, Rufo. Also, liebe Rufum, Leute, während er hier gerade in eine andere Rufi, Ebene abhebt, Forum? Nee, bitte dieses Set nicht zu Hause nachbauen, sonst kriegt ihr dann Ärger mit Mami und Papi, ne, wenn eure vielen Rufen dann durch die Wohnung laufen, die ganzen Rufuse. Wobei man ja sagen muss, dass Rufus als klassischer Trickster-Charakter, jetzt mache ich mal einen kleinen Exkurs hier in die Dramentheorie. So klein ist der gar nicht. Das ist durchaus in line mit Dramaturgien, die halt teilweise über tausend und tausende von Jahren alt sind, dass diese Verdoppelung halt eine lange Historie im klassischen Drama hat. Tatsächlich ist es halt, sind es immer die Trickster-Charaktere und gerade solche Charaktere wie der Harlekin zum Beispiel, der ja auch im klassischen Sinne eben nicht nur eine lustige Rolle ist, sondern halt eine sehr tragische Rolle. Eine rufuale Rolle, kann man sagen. Eine rufuale Rolle, dass der halt auch damals im Theater halt die Fähigkeit hatte, sich zu verdoppeln und zu vervielfachen. Mich erinnert das an Raumschiff Enterprise, weil Captain Kirk wird in mehreren Abenteuern ja verdoppelt. Oder vermehrfacht. Und im Kinofilm 6, das unentdeckte Land, gibt es ja, glaube ich, sogar 3. War das nicht so? Ich habe mir in meiner Jugend immer vorgestellt, wie das wäre, wenn diese ganzen Doppelkirks, die bleiben ja am Ende übrig, ne? Wenn die alle irgendwo in einem gemeinsamen Raum gesammelt werden. Und was die dann erleben würden. Ja, die sind natürlich unterschiedlich alt und unterschiedlich dick. Das wäre ganz spannend. Besonders unterschiedlich dick. Ist ja auch tatsächlich gerade irgendwie bei den Spielfilmen, die ja hinter der Serie gedreht wurden, ist ja irgendwie immer dick. Aber Kirk ist eigentlich jetzt nicht so der klassische Trickster-Charakter. Da fragt man sich. Es freut mich, dass ich dein. Kulturhistorisch zu bedeuten hat, dass gerade Kirk sich freut verdoppelt. Freut mich, dass ich dein humanistisches, gebildetes Kartenhaus ein wenig erschüttern konnte. Ja, verrückt. Die Verdoppelung. Ich meine, es gab auch so, dass es einen zweiten Riker irgendwie mal gab. Aber ich glaube, der hatte dann... Augen machen, wenn ich gleich die Nukleinsäure aus meinem Mantel ziehe. Die werden Augen machen, wenn... Wer hat denn jetzt die Nukleinsäure? Warum guckt ihr nicht nach? Aber ich meine, vorhin ist der linke einmal kurz abgewichen von den anderen. Einer von diesen beiden Nulpen hat die Nukleinsäure. Aber welcher? Oh Mann, ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie in sie reingucken. Zum Beispiel durch ein neues, cooles Interface-Element am unteren Bildrand. Zu geil. Einer von diesen beiden Nulpen hat aber welch... Wusste ich's doch. Ich habe die Nukleinsäure. Also bin ich auch derjenige, der Goal retten darf. Haha, ich wusste es. Das heißt dann wohl, ich rette Goal. Nicht so schnell. Hey. Hey, hört auf mit dem Unsinn. Jetzt hast du 3 volle Idioten. So gut die Szene, die sich gegenseitig. Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Deponia noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man 3-mal so viel weg. Hussa, 3-mal so viel Dreck. Weg!
Es muss weg heißen! Ach, Mann! Schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck. Bist du das? Gott, ist das Duster hier. Psst, Grohl, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern. Ist das wirklich Grohl? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir sind im 8. Kapitel angelangt. Ich habe es, glaube ich, schon mal an anderer Stelle gesagt. Ich mag ja dunkle Räume. Und besonders mag ich dunkle Räume, in denen halt nur Augenbaren zu sehen sind und man sich halt ein bisschen rumtasten muss. Das macht das Ganze noch viel spannender. Ich empfehle einen Klick auf die Hotspot-Taste. Das kann euch viel Ärger ersparen. Aber rumtasten und richtig schönes Pixel-Hunting ohne Pixel, das ist ja auch eine spaßige Angelegenheit. Ja, jetzt ist euch sicherlich aufgefallen, dass das neue Interface da ist. Nach dieser lustigen Rutschpartie eben hatten wir es ja schon oben bei der Klonmaschine. Das heißt auch, dass ihr jetzt endlich die Gelegenheit bekommt, unser tolles neues Gameplay-Element, und zwar das Hin- und Herschalten zwischen den drei unterschiedlichen Rufi, wie ich eben gehört habe, zu benutzen. Und nach Herzenslust sich da alles anzugucken. Möglicherweise müsst ihr es auch gleich hier machen, um endlich Licht in das Dunkel zu bringen. Schalten wir doch mal auf einen anderen Rufus. Hast du Probleme, Boso-Schatz? Nein, danke, Frau Moog. Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur... Du hast Angst, nicht wahr? Ja, ach... Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein, es ist nur... Ach, egal. Stopp, mach keinen Scheiß. Juhu, damit hast du nicht gerechnet, was? Ja, ich bin immer für eine Überraschung. Gut. Hey! Für mich war das auch nicht gerade angenehm. Sowas.